So, wir machen heute einen Belastungstest von zwei Implantaten. Hier das klassische Silikonimplantat der ersten Generation und auf dieser Seite das Bilite-Implantat, dieses neue Implantat, das besonders leicht und auch ripplingfrei ist. Erstes Implantat, das Implantat der klassischen alten Generation, sehr weiche Implantate, die Rippling werfen, aber was wir zeigen wollen ist, dass die auch extrem viel aushalten, wenn man sie versucht zu zerreißen oder auch wenn man sie versucht zu verdrehen. Gehen die irrsinnig schön wieder in die Form zurück. Das heißt, die sind zwar weich, machen ein bisschen Rippling, aber sind trotzdem gute Implantate. Das neueste am Markt ist dieses Bilite-Implantat. Vorteil, dass es viel leichter ist, das ist der Riesenvorteil. Aber was wir auch zeigen wollen, ist, dass es auch eigentlich nicht zu zerreißen ist. Und wenn man es versucht, auch ganz stark ineinander zu verdrehen, geht es wieder in seine Ausgangsform zurück. Das heißt, mindestens genauso sicher wie die alte Generation. Aber was jetzt da wirklich der Vorteil ist, ist eben, dass es weniger leicht Rippling wirft, weil es einfach fester ist ein bisschen und deutlich leichter ist. Und wie schauen die innen aus? Das schauen wir uns jetzt an. Also wir sehen hier eine Silikonhülle, die besteht aus ca. 9 Schichten oder sagen wir so, je nach Implantathersteller kann das mehr oder weniger sein. Bei unseren Implantatherstellern sind es ca. 9 Schichten, aus denen diese Außenhülle besteht und innen ist so ein Jelly-artiges Gel, das jetzt nicht mehr ausrinnt, aber doch ein bisschen weicher ist. Jetzt schneiden wir das Implantat auf. Jetzt sehen wir den Inhalt. Wir sehen die klassische Silikonhülle, die aus mehreren Schichten besteht, auch wenn das für uns hier nur wie eine Schicht ausschaut. Und dann die Marshmallow-Flüssigkeit oder dieses Material, diese Biosphären, die eben im Vergleich zum normalen Silikon auch nicht kleben bleiben an meinen Handschuhen. Das ist der Riesenunterschied eigentlich, den wir zu den normalen Silikonimplantaten haben. Und auch wenn man fest versucht, das rauszudrücken, geht das wieder in seine Ursprungsform zurück im Vergleich zu den klassischen Silikonimplantaten. Vielen Dank fürs Zuschauen.